Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio. Wie Sie wissen, halten wir hin und wieder inne in unserer immerwährenden Debattentour und laden nur einen einzigen Gast an den Kamin. Erklär mir die Welt, so nennen wir diese Unterabteilung des Nachtstudio. Und heute erklärt mir die Welt in einer Zeit, in der die Zeitgenossen vor lauter Natur-, Finanz- und anderen Katastrophen nicht mehr ein- noch auswissen, Eugen Drewermann. Herzlich willkommen. Er ist promovierter Theologe und habilitierter Theologe. Er ist Psychotherapeut, Autor von mehr als 80 Büchern über im wahren Wortsinn Gott und die Welt. Und vor allem ist er Deutschlands bekanntester Katholik, der vor 6 Jahren aus der Kirche ausgetreten ist. Herr Drewermann, in einem Interview haben Sie mal gesagt, als Kind war ich absolut wehrlos. Nur durch Nettigkeit war ich überlebensfähig. Würden Sie das heute mit über 70 auch noch so sagen? Ich habe dabei gelernt, dass Nettigkeit kein Trick sein darf zum Überleben. Aber richtig ist, dass ich in Kindertagen den Krieg erlebt habe. In meinem Heimatort Berchkam, zwischen Dortmund und Hamm gelegen. Schachbrettartig in 2 Großangriffen ist es dem Erdboden gleichgemacht worden. Eigentlich um die Hydrierwerke zu treffen. Zwar aber Tropschverfahren aus Kohle, Benzin zu machen, war das Angriffsziel, aber die Bevölkerung, bestehend nur aus Bergarbeitern, ist dabei unglaublich getroffen worden. Das war meine Kindheit. Und natürlich war diese Mischung aus Angst und die Auseinandersetzung mit Gewalt ein zentrales Thema meiner Jugend. Wie kann man darauf antworten, dass Menschen, unsere Nachbarn, liebe Leute, im Bunker sitzen? Wenn die Einschläge auf die Bunkerdecke sind, wenn die Erde bebt, das Licht ausfällt, sich in reine Panik hineinsteigern, nur aus Angst und dann aus Wut. Jeder Pilot, der da abgeschossen worden wäre, hätte es nicht überlebt, das ist ganz sicher. Mhm. Worte, die aus dem Munde Goebbels mir später verständlich wurden, jedes Tafelmesser muss zur Waffe werden, das war alles ungeheuerlich. Ich glaube bis heute noch nicht, dass der Krieg ein legitimes Instrument der Politik ist, dass Gewalt auf irgendeine menschliche Frage eine Lösung sein könnte. Und ich bin fest überzeugt, im Kern aller menschlichen Probleme, wenn sie nicht politisch, wirtschaftlich und sonst wie überlagert werden, steht die Angst. Dafür spricht die Verhaltensforschung, die Psychoanalyse und ich bin fest überzeugt, auch die Theologie, wenn man die Botschaft Jesu ernst nimmt. Davon Menschen zum Vertrauen zu führen, ist alles, was ich möchte als Theologe und als Mensch. Ihr Vater war Bergmann, er war evangelisch, Ihre Mutter war katholisch, sehr fromm. Ihr Onkel war Atheist. Sie sagen, das war einer, der mich weitergebracht hat, den mochte ich. Wieso haben Sie dann Theologie studiert? Die Spannung zwischen meiner katholischen Mutter und meinem protestantischen Vater ist so in Kindertagen mir kaum ins Bewusstsein gekommen. Aber ich habe meinen Vater sehr schätzen gelernt, seiner Gradheit wegen. Es gibt eine Szene, die meine Tante mir mal erzählt hat. Der evangelische Pfarrer kam und fragte ihn, wie er einen Drewermann katholisch heiraten könnte. Mhm. Und seine Antwort soll lakonisch gewesen sein, wenn meine Kinder werden, wie meine Frau schon ist, dann soll es wohl gut genug sein. Ich übersetze das damit, ihr Pasteure redet von früh bis spät davon, dass Gott die Liebe ist. Und kaum finden 2 Menschen in Liebe zueinander, interessieren euch die Kirchensteuern oder die richtige Konfessionsverwaltung. Das kann nicht Gott sein. Ja. Das hat er ohne viel theologisches Nachdenken vor Ort buchstäblich auf seine Art gelernt. Als Theologe hat er mich nicht gefördert, aber die Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Fragen. Mhm. Philosophie, der Atheismus Schopenhauers, Nietzsches, auch Sigmund Freud, aber noch nicht als Psychoanalytiker, sondern eher als Daseinsphilosoph, hat mich durch die Schule begleitet. Der Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, das war eine geistige Herausforderung. Nochmal die Frage, warum dann Theologie, warum nicht Philosophie oder warum nicht, heute würde man sagen, Kulturwissenschaften, sondern die Theologie? Was war da der Anlass? Ein Ideal meiner Jugend war Albert Schweitzer. Mhm. Und ich wollte irgendetwas tun, das Menschen hilft. Und eigentlich war diese Kombination Arzt und Theologe für mich beispielhaft. Vor allem, weil Schweitzer deutlich gesehen hat, dass man die Bergpredigt leben kann und soll. Und es nicht die Ausrede gibt, sie ist ein zu hohes Ideal, mit ihr kann man nicht Politik machen, das ist für Gutmenschen, aber nicht für die Realität. Genau umgekehrt, zur Veränderung einer barbarischen Realität brauchen wir die Haltung Jesu. Das hat mir sehr eingeleuchtet.
Mit der Medizin hat sich das geändert, indem es später Psychotherapie wurde. Und das entspricht mir auch viel mehr als Medizin im Krankenhaus. Sie haben ja dann eine psychoanalytische Ausbildung gemacht, aber keine große Lehranalyse gemacht. Haben Sie sich selber auf die Couch gelegt und warum dann nicht bis zum Ende? Ja, das war eine Lehranalyse und führte damals ein ganz spannendes Erleben bei dem Versuch, Menschen die Botschaft Jesu hilfreich auszulegen, sie tiefer zu verstehen, auf ihre Nöte mit mehr an menschlicher Nähe zu antworten. Dazu das, was ich in der Psychoanalyse lernte, fast heteronom schien zu dem, was ich in der Theologie gelernt hatte. In der Zeit sagten die theologischen Kollegen, das haben wir ja immer gewusst, Freud ist ein Pansexualist, ein Atheist, ein triebgesteuerter Theoretiker. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und ich wusste, dass es unbedingt die Wahrheit ist. Und für die Kirche höchst relevant und aktuell. Die Psychoanalytiker erklärten, ja, diese Probleme hat man nicht. Wenn man richtig lebt, dann denkt man da gar nicht weiter drüber nach. Mit anderen Worten, das war eine Zerreißprobe, bei der ich mich entscheiden musste, was ich jetzt in was integrieren möchte. Und dann wurde das Programm festgelegt, im Grunde die Theologie so umzubauen, dass die wesentlichen Erkenntnisse, in denen die Psychoanalyse hilfreich ist, im Umgang mit dem Unbewussten, mit der Angst, mit der Übertragung, mit den Wiederholungszwängen, zur Interpretation vor allem der Heilungsgeschichten im Neuen Testament, aber auch der Märchen in Kindertagen, der großen Mythen der Antike tauglich gemacht werden könnte. Entlang der Hauptachse Angst und Vertrauen. Das ist ein wunderbares Programm geworden, aber die vermittelnde Größe dafür, buchstäblich lebenrettend, war Dostojewski. Das war die Begegnung mit einem Autor, der auf dem Boden der Dichtung zeigte, wie das, was wir heute Existenzphilosophie, Psychoanalyse, Religion nennen, in den drei Brüdern Karamasow sich vereinigen kann. Das war das Ziel. Das wollte ich unbedingt auf dem Hintergrund einer Verstehensbereitschaft, die keine Grenzen hat. Dostojewski war, wenn Sie so wollen, mein Lebensretter und die Fortführung von der Stelle an, wo es mit beiden nicht weiterging. Waren Sie da an einer Grenze des Zweifelns schon sehr früh? Und wollten aber schon sehr früh die Kirche, in der Sie ja sich zu Hause fühlten, Sie waren ja Priester, Sie waren ja Seelsorger, reformieren? Schon damals? In der Kirche war ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nie wirklich zu Hause. Das eine ist, ich konnte schwer glauben, was der Sonntags verkündet wird. Wir haben Grund, uns zu freuen, weil die Welt erlöst ist. Ja, wo denn? Wir haben Grund, uns zu freuen, weil Jesus zum Himmel auffuhr. Ja, wie denn? Es war weit weg von jeglicher Erfahrung, hoch verfeierlicht, hoch ritualisiert. Und ich spürte, dass da irgendeine Riesenlücke klafft, die man schließen müsste. Natürlich wusste ich nicht als Kind wie. Dann kam der Einbruch, wenn Sie so wollen, der Vernunft in Pubertätstagen. Die Dogmen fingen an zu schwimmen. Wie begründet sich das? Simple Fragen, die mein Vater hätte auch stellen können. Warum muss er in eine andere Kirche gehen als meine Mutter? Wieso feiern Protestanten unter zwei Gestalten das Abendmahl, die Katholiken aber unter einem? Ich habe dann gelernt, dass an diesen scheinbaren Nebensächlichkeiten hunderte von Jahren Rechthaberei der Dogmengeschichte sich aufranken. Ja. An all den Stellen dachte ich, es muss sich ändern. Nicht als wenn ich das könnte, aber es schien immer wieder mit Brüchen, die geschlossen werden müssten, behaftet. Die wirkliche Auseinandersetzung fand statt 1955, da begann die Aufrüstung Westdeutschlands, der Aufbau der Bundeswehr. Ja. Und damals bekam Pius XII fertig in der Weihnachtsbotschaft zu sagen, kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern und sich dabei auf sein Gewissen zu berufen. Wenn ich eines wusste, dann war, dass ich nie lernen würde, wie man auf Befehl Menschen tötet. Dass dies falsch sein musste, mit der Botschaft Jesu nichts, gar nichts zu tun hat. Mit Kaiser Konstantin, aber nicht mit der Himmelfahrt Jesu. Das schien mir sonnenklar. Aber in der katholischen Kirche war das eine unerhörte Einsamkeit. Und da herauszukommen, setzte voraus, argumentativ nochmal ganz von vorne anzufangen.
Aber vielleicht Sie haben 55, Sie sind 1914, da waren Sie 15, aber Sie haben dennoch katholische Theologie studiert. Sie hätten ja sagen können, ich konvertiere und gehe zu den Evangelischen. Warum das? War da vielleicht doch so etwas wie eine, ja, wie eine Bindung an Ihre Mutter, die ja sehr fromm war, dass Sie ihr das nicht zutrauen oder nicht zufügen mochten? Da ist ganz sicher mit ein menschliches Motiv dran. Meine Mutter hätte das alles andere als gern gesehen. Aber entscheidend war, dass spätestens mit 17, 18 Jahren für mich zum wirklichen Lehrmeister geblieben, auch bis heute, der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard wurde. Das ist die Art von Christusinterpretation, die ich glauben mochte. Sie ist existenziell ernst. Sie duldet kein Ausweichen. Sie möchte sich hinführen zu menschlicher Identität, Authentizität, Treue im Vertrauen zu Gott. Die ganze Perspektive, die Auseinandersetzung mit Angst und Verzweiflung, das sprach mir derart aus der Seele, dass ich ernsthaft dachte, ich muss Protestant werden. Obwohl auch Kierkegaard und seine dänische Staatskirche alles andere als kongruent waren. Ja. Damals sagte mir mein Latein- und evangelischer Religionslehrer, der Rektor der Schule in Hamm, ich sollte unbedingt Theologie studieren, aber katholische Theologie, es gäbe gute Protestanten bei den Katholiken, sowie natürlich auch gute Katholiken bei den Protestanten. Ja. Ich weiß heute, dass er eigentlich einen Skandal an seiner Schule vermeiden wollte. Aber ich habe das ernsthaft geglaubt. Ich habe geglaubt, die katholische Kirche hat doch Leute, mit denen sich reden lässt. Ich habe nicht geahnt, dass das eine Scheinbühne ist, an der man endlos klettert auf der Suche nach Menschen, die ehrlich mit sich reden lassen und dass man sie ganz sicher nicht mehr in der Ämterhierarchie findet. Das habe ich lernen müssen. Sie haben 1989 ein Buch geschrieben, Kleriker. Das hat den Untertitel Psychogramm eines Ideals. Dort werden sozusagen der spätere Papst und damals Kardinal Ratzinger hat dazu mal bezeichnet, das sind Psycho, wie hat er es genau gesagt, das sind psychotherapeutische Tricks, die sie anwenden. Was sagen Sie dazu? Dass er es weder wirklich gelesen noch verstanden hat. Ratzinger hat damals meine Verurteilung eingeleitet über den Erzbischof von Paderborn. Man wollte das nicht mehr im Vatikan verhandeln, sondern eine Provinzposse draus machen, die nur unter Gehorsamspflicht sich abhandeln ließ. Entweder er fügt sich oder er ist kein Priester mehr. So war Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation in Rom damals eingestellt, unter seinem Auftragsgeber Johannes Paul II., Der wirkliche Krisenpunkt, den Ratzinger auch irgendwie gesehen hat, ist die veränderte Art der Bibelauslegung. Ich habe die Kleriker nur geschrieben, im Grunde dem Ämterpersonal, den Leuten, die die katholische Kirche intensiv glauben, mit ihr identisch sind, daraus ihr Leben als Berufsform gemacht haben, zu helfen, einen eigenen Weg in die Freiheit zu finden, in dem die Ideale, Keuschheit, Gehorsam, Armut, so interpretiert werden, dass sie sich nicht äußerlich festmachen, als Verbot der Liebe, als Unterdrückung des selbstständigen Denkens, als Verknauserung in Doppelbödigkeiten. Das sind ja alles Mittelstandsbürger, mindestens, die wir heute Kleriker nennen. Von Franziskus ist gar die Rede überhaupt nicht. Wie kommt man aus diesen Ambivalenzen heraus? Das wollte ich in den Klerikern interpretieren durch eine Auslegung der drei evangelischen Räte, wie sie sich nennen, so dass sie therapeutische Funktion bekommen. Wie bringt man Menschen dahin, den Mut zu sich selber zu gewinnen, offen zu sein, ihre Armut zu erkennen und anzuerkennen und damit demütig zu werden vor jedermanns Not an ihrer Seite? Therapeutisch macht das tiefen Sinn. Aber auf dem Weg dahin, auch längst vor den Klerikern, standen zwei dicke Bände über Tiefenpsychologie und Exegese. Und das diente der Antwort von Problemen, die ich wirklich seit Kindertagen habe. Wie soll man glauben, dass die Paradieserzählung historisch sei? Das steht heute noch im Weltkatechismus von 92, sie ist historisch. Die Himmelfahrt Jesu, historisch. Die Brotvermehrung, historisch. Jungfräuliche Empfang. Historisch, biologisch. Das alles kann nicht wahr sein, für keinen Denkenden. Aber die Wahrheit, die eine mythische Rede hat, ist unbedingt existenziell zu vermitteln und sie ist wunderbar. Darum wurde meine Habilitations- oder Promotionsschrift erst die Strukturen des Bösen, diesem Ziel gewidmet. Was ist es, das den Menschen gegen sein besseres Wollen dahin bringt, lauter Dinge zu tun,
die er eigentlich vermeiden möchte. Und deshalb kommt auch die Figur Jesus bei Ihnen so in den Vordergrund. Mhm. Das heißt, die Kirche ist ja Nachfolge Jesu, aber in einem anderen Sinne, als die offizielle katholische Kirche es meint oder die anderen Kirchen. Wie würden Sie Ihre Position zu Jesus bestimmen? Sie haben die Bergpredigt schon erwähnt. Was finden Sie an dieser Figur so interessant noch bis heute? Sie ist für mich zentral, die Person Jesu. Freilich jenseits der metaphysischen Überhöhungen. Man hat die Gestalt Jesu im Dogma immer weiter den Menschen entrückt, indem man die griechische Philosophie heranließ, seine Natur, sein Wesen, seine Personalität zu beschreiben. Hört man Jesus zu, sind die Dinge viel einfacher. Wenn wir eben erwähnten, die Geschichte vom verlorenen Paradies, vom Sündenfall, von Adam und Eva, vom Brudermord, von der Wesensbeschreibung in mythischer Form auf den Anfangsseiten der Bibel, ist die Frage, wie widerlegt man den Albtraum, der es bedeutet, in dieser Welt, in diesen Teufelskreisen, aus Angst und Aggression gefangen zu bleiben. Und dann ist Jesus eine Gestalt, die uns lehren kann, da durchzugehen, indem er den Himmel öffnet in Vertrauen. Das für mich Allerwichtigste ist, unvergleichbar auch zur jüdischen Religion, aus der er kommt und aus der allein heraus man ihn wirklich verstehen kann. Nicht von der griechischen Philosophie her, sondern aus dem Judentum. Ja, aber Ihnen wurde ja eine Zeit lang mal vorgeworfen, dass Sie sich hauptsächlich ums Neue Testament kümmern und das Alte Testament, eben die jüdische Tradition, doch eher in eine Gewaltreligion oder als Gewaltreligion nicht so hoch schätzen. Es stehen im Alten Testament ungeheuerliche Dinge, die die meisten nur nicht kennen. Es ist voller Gewalt. Natürlich nicht nur, dass die Todesstrafe, der Heilige Krieg, die Ausrottung ganzer Völker im Alten Testament als Gottesbefehl auftaucht. Aber das ist nicht das heutige Judentum. Nur, dass man all diese Dinge einer Fehlinterpretation, einer historischen Fixierung und dann womöglich einer Neuauflage zur politischen Ideologisierung ausschalten muss. Entscheidend scheint mir, dass Jesus uns bei der Hand nehmen wollte, um die Angst zu überwinden, die uns immer wieder hindert, Gott richtig zu sehen. Die Paradieserzählung, eine urjüdische Geschichte, sagt, wenn wir zurückschauen zum verlorenen Paradies, sehen wir die beiden Wächterengel mit dem Flammenschwert. Dieser strafende, drohende Gott ist das einzige Bild jenseits von Eden, das in den Ambivalenzen von Angst und Schuldgefühlen den Menschen bleibt. Dann lagert sich die Ethik darüber, auch das mosaische Gesetz. Man will alles richtig machen, wie es befohlen ist. Man klammert sich wie ein Ertrinkender an die Planken eines zerschmetterten Schiffes, um Rettung zu finden in dem Inhalt dessen, was doch richtig ist, was verordnet wird von Gott, von der Sittlichkeit, der Gesellschaft, der Kirche, der Synagoge, von wem immer. Und die Wahrheit ist, dass Menschen immer weiter weggezogen werden von sich selber. Dann beginnt die Analyse Sigmund Freuds, dass im Über-Ich eine Menge von Dressaten verfestigt sind, die die persönliche Entwicklung hindern. Vielleicht muss man alle Religionen auf den Prüfstand stellen und eigentlich sagen, ihr seid Verführer für mein eigenes Ich. Ich bin so froh, Herr Panzer, dass Sie diese Frage stellen, weil sie wird in aller Regel so nicht erörtert. Auch für die Theologen ist die Erbsünde heute irgendein Hindernis, das man am liebsten umgeht. Geht man aber von dieser Lehre oder von dieser Vision der verlorenen Paradiesgeschichte nicht aus, hat man nur noch die Ethik, um den Menschen zu ordnen. Ja. Man schreibt am Ende das mosaische Gesetz im Judentum fest mit den 613 Gesetzen. Das ist Gottes Wille, interpretiert hier über 2000 Kommentargesetze in der mündlichen Tradition. Das ist der Zustand, in dem Jesus das vorfindet. Wenn wir psychoanalytisch sprechen, möchte Jesus zum einen, dass das Gottesbild aufhört, ambivalent zu sein. Denn immer vom ethischen Optimismus her gedacht, trauen wir den Menschen zu, dass sie zwischen Gut und Böse entscheiden und wählen können. Wie zwischen der linken und der rechten Hand. Und tun sie das Böse, verdienen sie bestraft zu werden. Das ist Gerechtigkeit. Also müssen sie ihren Willen disziplinieren und endlich das Gute tun, das sie erkennen. Aus diesen ethischen Festschreibungen haben Menschen immer den Eindruck, man akzeptiert sie frühestens dann, wenn sie in Ordnung sind, entsprechend den Satzungen. Wenn sie in Übereinstimmung sind mit den Forderungen der Gesellschaft. Wenn sie kongruent sind mit dem Bezugssystem der jeweiligen Religion. Wenn man diese Religion aber nicht mehr hat, wenn man die nicht mehr hat, dann hat man doch
auch einen ethischen Impuls. Nehmen wir, sagen wir, in der Evolution, dann stellt sich doch die Frage, gibt es wirklich so etwas wie Gut und Böse? Gibt es so etwas wie einen freien Willen, der uns tatsächlich etwas entscheiden lässt? Oder sind wir nicht tatsächlich als Spezies Mensch auf das Miteinander angewiesen, dass wir tatsächlich miteinander etwas erreichen in dieser Evolution? Und da brauchen wir doch gar keine Religion dazu. Das ist eine interessante Frage, weil der entscheidende Punkt ist, wo wir einen Ort finden, an dem wir uns voraussetzungslos akzeptiert fühlen können. Den eigentlich wollte Jesus vermitteln. Keine neue Religion, keine Gegenreligion zum Judentum, kein Christentum, das sich daraus entwickelt hat. Was er mochte, war die Ambivalenz des Gottesbildes zwischen Strafe und Abhängigkeit, zwischen Zuversicht und endlosem Schuldgefühl eindeutig zu machen. All seine Gleichnisse zeigen, dass Jesus schildert einen Gott, der den Menschen nachgeht, wenn sie sich verlaufen und verloren haben. Allein das deutsche Wort ist unglaublich, Verlorenheit. Wenn Sie einen Menschen vor sich haben, den Sie kirchlich einen Sünder nennen, umschreiben Sie immer noch einen mehr oder minder ethischen Fehltritt, der aus seinem Willen entspricht. Wenn Sie wissen, dass jemand verzweifelt ist, wenn Sie begreifen, dass er buchstäblich verloren ist. Warum ist die katholische Kirche bis heute so mächtig? Wir haben, glaube ich, auf der Welt Milliarden Katholiken. Warum ist sie so mächtig, obwohl sie doch so rigide und anscheinend nicht reformierbar ist. Sofort die Kirche. Darf ich diesen Punkt noch zu Ende bringen? Ja, gleich. Weil mir noch nicht ganz aufgelöst zu sein scheint, die Beziehung von Religion und Ethik. Ja. Der Papst, dann sind wir ja bei der Kirche, kommt nach Deutschland, hält im Reichstag eine Rede, eigentlich nur über Ethik und wie begründet man die Menschenrechte. Ja. Das ist ein Problem, ganz ohne Frage. Aber die wirkliche Chance für einen Vertreter, wie Sie sagen, einer machtvollen Kirche, hätte drin liegen müssen, zu sagen, was Jesus bringt, ist als erstes keine Ethik, sondern eine Erlösung der Menschen von der Angst, die unbedingt erforderlich ist, damit sie die ethischen Weisungen einhalten können. Es ist in der Psychotherapie der Weg dahin, dass Menschen so weit wieder mit sich identisch werden, dass die Dinge, die ihnen moralisch einleuchten, überhaupt erfüllbar sein können. Dieser lange Weg ist das Entscheidende. Kommt man nur mit der Ethik, bringt man den Menschen wieder Angst bei Abhängigkeit, Autoritätsgehorsam. Du musst, heißt es dann. Also, Unterwerfung. Genau. Und dann sind wir bei der katholischen Kirche. Sie macht sich im Rahmen einer bestimmten Ethik, und jetzt negativ, wogegen sie zu Recht protestieren mit der Erbsündenlehre, zur Verwalterin einer Erlösung, die menschlich erlebbar zu machen, sie institutionell verweigert. Und dann haben wir einen Machtapparat, der die Angst der Menschen ausbeutet, die Institution Kirche unentbehrlich macht, Jesus als metaphysizierte, überragende Person eines Kultes einführt. All das weit oberhalb der menschlichen Realität, die nicht mehr durchgearbeitet wird. Darin liegt eine unglaubliche Verführungskraft. Man muss ja scheinbar nur tun, was gesagt wird. Aber man hört auf, ein Mensch zu sein. Man ist keine Person mehr. Man wagt nicht das, wofür wir da sind, als Individuen das Wort zu finden, um dessen Willen wir in die Welt getreten sind. Könnte als Beispiel dafür die Sexualität auch dienen. Denn wir sind ja sexuelle Wesen, da kommen wir nicht drum herum, sonst wären wir ausgestorben. Ne? Das zum Beispiel das Zölibat und all diese sexualfeindlichen Regelungen der katholischen Kirche Machtapparate sind. Und können Sie das vielleicht genauer mal erläutern als Psychoanalytiker? Ich das tue und dann direkt die Hörner senke sozusagen, ist mir wichtig darauf hinzuweisen, dass alle Religionen im Neolithikum, speziell der Buddhismus, aber auch Varianten des Hinduismus, das Christentum ganz sicher, eine Entdeckung machen, die weit entfernt im Hintergrund auch den Zölibat zumindest der Idee nach verständlich machen könnte. Die Entdeckung ist beim Heraustreten aus den Naturreligionen, dass es unmöglich ist, das individuelle Leben von Menschen mit Sinn zu erfüllen, wenn wir nur den biologischen Vorgaben folgen. Weitergabe der Gene, Hausbau oder Nestbau und dann Ableben. Das ist für einen Menschen zu wenig, denn die Frage, wofür existiere ich, lässt sich nicht gesellschaftlich beantworten. Nicht in der potenziellen Unsterblichkeit der Gene festmachen. Ein Mensch, der nur denken würde, ich lebe in meinen Kindern, würde als Pädagoge schon deshalb versagen, weil er merken muss, dass seine Kinder ein eigenes Leben haben, sich absolut von ihm unterscheiden.
Sie finden in Thüringen, in Myra, Gräber der Luthers. Ja. Aber das hat nur den Namen mit dem Reformator noch gemeinsam. Insofern bedürfen wir Menschen, spätestens geistesgeschichtlich seit dem Neolithikum, eine Antwort, die uns in der eigenen Individualität etwas Absolutes zuspricht. Das ist sogar bei Immanuel Kant im kategorischen Imperativ enthalten. Ein Mensch ist zu betrachten absolut als Zweck an sich selber. Und er meint, im Hintergrund brauchen wir dann ein absolutes. Er braucht den kategorischen Interview, weil es ja ein Gegenüber gibt. Er kann nicht der Egoist sein. Genau. Insofern sind all diese egoistischen Theorien schlecht. Genau. Und er meint dann, Immanuel Kant auch, wir bräuchten dafür religiöse Postulate, damit subjektiv diese Haltung der Ethik erfüllbar wäre. Ich ergänze jetzt 230 Jahre später, indem wir den ganzen Gefühlsbereich, der unsere Individualität trägt, aber auch verwirbeln kann, ordnen durch ein Vertrauen, das es ermöglicht, sich mit sich selber zur Identität hinzureifen. Nun kommt der Zölibat. Ja. Und er macht die Sexualität. Das ist die Sexualität. Ja. Es wird etwas ganz anderes daraus, statt dass wir das wichtigste Instrument der Selbstfindung zu lernen, wie man in Vertrauen liebt, wie man andere Menschen in sein Herz schließt, wie man sich selber öffnet und ganz verschiedene Biografien sich so erzählt, dass sie miteinander verschmelzen können, tritt eine Kircheninstitution, die all das unter Verbot stellt, indem sie ein höheres Ideal ausgibt. Man dient Gott umso mehr, als man womöglich Menschen an seiner Seite, konkrete Menschen, weniger liebt. Und das ist ein Punkt, den ich der Kirche nicht nachsehen kann. Was Jesus wollte, war, dass Himmel und Erde endlich miteinander verschmelzen. Wenn Sie so wollen, eine heilige Hochzeit im Herzen der Menschen, die Gegensätze aufzuheben. Gott steht hinter den Menschen und ist nicht ihr Gegner. Er steht nicht gewalttätig da, um das lyrischste Gefühl, das Menschen in ihrer Seele tragen, die Liebe. Die Poesie, die individuelle Kraft, sich als Person gemein zu fühlen unter den zugewandten Augen eines anderen, einfach wegzuschwören, damit man dann Gott umso besser findet, das kann aber nicht richtig sein. Ist das nicht aber auch ein Problem der Kirche, dass alle Leute, die vielleicht Probleme mit ihrer Sexualität haben, eben auch dann in die Kirche gehen. Sie haben hier im Nachtstudio einmal gesagt, ich zweifle nicht daran, dass es 40% Homosexuelle im Klerus gibt. Und was hat das für Konsequenzen? Wie wir es heute haben, müssten wir jetzt speziell über den Klerus reden. Das sind junge Leute, Männer, Frauen dürfen schon nicht dabei sein, die natürlich in Antwort auf ihre Pubertät geneigt sind, mit der Festlegung auf den Zölibat sexuelle Regungen als schwere Sünde zu betrachten, so wie die katholische Morallehre es heute immer noch tut. Ich glaube, die wenigsten unter unseren Hörerinnen und Hörern heute Nacht werden glauben, wie ernst das immer noch gemeint ist für all die Leute, die den Katholizismus ernst nehmen. Ja, ja. Sexuelle Regungen, freiwillig herbeigeführt außerhalb der Ehe, sind schwere Sünde. Das waren Lehren mal, die man 8-jährigen, 9-jährigen Kommunionkindern beigebracht hat. Das ist ungeheuer. Man bestrafte Kinder mit der Angst vor der Hölle in einem Alter vollkommener Unschuld, lange vor der Pubertät. Erklärt er vieles auch in ihrer eigenen Biografie, wenn ich so weit gehen darf. Das heißt, bei Munzinger, er lebt asketisch in Paderborn. Ja, leben Sie zölibatär? Und asketisch muss ja nicht zölibatär sein. Oder wie ist das bei Ihnen gewesen? Sie hatten ja auch eine. Die Askese besteht bei mir lediglich darin, dass ich viele Dinge nicht habe, die ich auch wirklich nicht brauche. Aber die Liebe braucht jeder Mensch. Und ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass es eine Idealbildung sein soll, aus Angst vor sich selber und aus Angst vor einem Gegenüber in ein Niemandsland zu flüchten. Es ist ja nicht, wie wenn die katholische Kirche das nicht längst hätte lernen können. Martin Luther hat vor einem halben Jahrtausend immerhin den Schritt getan. Karl Barth konnte noch sagen, im 20. Jahrhundert, als Gott den Menschen schuf als Mann und Frau, hat er keine Erlaubnis gelassen, in ein Kloster zu verschwinden. Die Reformatoren wollten nicht die Doppelung, dass da eine Schicht ist, wir müssten jetzt psychoanalytisch sagen, die ganz und gar unter der Vaterautorität im Zentralismus sexualfeindlich, repressiv aufwachsen und daraus ihr Gottesbild formen. Das lässt nicht verstehen, wie Gott überhaupt die Welt so hat schaffen können. Es lässt nicht verstehen, wie Gott die Liebe sein kann. Es macht an der Stelle, in die Vertrauen hineingesenkt werden müsste, die Angst
immer noch viel größer. Und dann Freud unentbehrlich. Ja. Freud konnte wirklich nur wünschen in den 1920ern, es würde der Menschheit von morgen eine menschlichere Form, Sie sind nicht ja auch, der Religion, aber des Lebens wenigstens geschenkt. Sie sind ja auch in einer sexualfeindlichen Umgebung aufgewachsen. Es gibt, und wie ist es heute? Ich weiß, wovon ich rede dabei und habe einen langen Weg gehen müssen, mich damit auseinanderzusetzen, wie in all den Punkten. Viel schlimmer als das, was die Öffentlichkeit in der sexuellen Missbrauchsaffäre jetzt lernt, sind die Vorstufen. Die Unterwerfung des Verstandes unter das Dogma des Gehorsams. Was macht man aus Menschen, die nicht mehr selber denken können, dass 2 mal 2 = 4 ist, sondern die Erlaubnis brauchen, nachzuprüfen, ob es auch stimmt. Das torpediert die Wissenschaft. Das macht aus dem Geist der Menschen eine im Grunde ideologische Zwangsmaschinerie. Dann kommt hinzu die Entwürdigung der eigenen Person. Sie ist überhaupt nur noch etwas, wenn sie schließlich die Gewänder der Kleriker angezogen hat. Ich habe das oft verglichen und Sigmund Freud darin recht gegeben, als er in der Massenpsychologie 1929, glaube ich, ist das rausgekommen, die katholische Kirche die Stirn hatte zu vergleichen mit dem Militär. Weil er fand die Sozialpsychologie dieser beiden ganz und gar archaischen Institutionen ist völlig austauschbar. Mhm. Es geht nicht darum, wie Menschen im Dialog einander finden, wie sie sich liebend in die Arme schließen, wie sie sich respektieren in den Eigenarten, auch in den Unterschieden, wie sie voneinander lernen in den Differenzen, um dann auf einer höheren Form der Synthese zueinander zu gelangen. Nein, sie alle sollen schauen auf die befehlausgebende Instanz, gleichgeschaltet bleiben unterm Stahlhelm oder unter der Tiara. Sie müssen hören, was von oben nach unten monolithisch als Vorschrift erteilt wird. Und schlimmer als beim Militär, wo ja nur die Ausführung des ergangenen Befehls in die Verantwortung der Soldaten fällt, soll der Kleriker noch glauben, dass alles, was die Obrigkeit, der Papst befiehlt, göttlicher Wille ist, als unfehlbar gelten muss. Das zerstört das Denken in einem Umfang, der auf keinem Kasernenhof statthaben kann. Sie haben ja auch in dieser ganzen Missbrauchsdebatte einmal gesagt, und da ist ja durchaus etwas Nachdenkliches dabei, dass die, die diesen Missbrauch betrieben haben, selber ein kindliches Gemüt haben, aus einer noch keine erwachsenen Psyche entwickelt haben. Könnten Sie das noch mal erläutern, was Sie damit meinten? Ich meine zum einen, dass niemand, schon gar nicht als Kleriker, in seine berufliche Entwicklung hat hineingehen mögen mit dem Ziel, später Kinder zu missbrauchen. Ja. Da passieren Dinge, die nach langer Abwehr irgendwann unter einem Überdruck durchbrechen. Zum Entsetzen der betreffenden Personen. Was man auch bedenken muss, die Zeitungen stehen staunend dann davor, dass man Täter vor sich hat, die sich an nichts mehr erinnern. Und sagen, die lügen natürlich schrecklich. Das sieht auch so aus. Ist vielleicht auch wirklich so. Es mag aber durchaus sein, dass der Missbrauch, der geschieht, traumatische Wirkung beim Täter hinterlässt. Mit Amnesie. Das heißt, man will den Täter jetzt nicht sozusagen in Schutz nehmen. Aber die Frage wäre doch, wenn diese These stimmt, und es ist ja sehr plausibel, dann müsste man doch im Prinzip jetzt außerhalb der Kirche, es gibt ja Missbrauch auch in anderen Institutionen, außerhalb der Kirche, das Ich-Bewusstsein, das Erwachsenen-Ich-Bewusstsein müsste man stärken. Genau. Und da braucht man doch keine Religion dazu. Also immer wieder, denn, also die SZ hat mal geschrieben, Drewermann ist ja eigentlich ein Heide. Ne? Mhm. Aber dann braucht man doch im Prinzip das, was wir vorhin oder was Sie vorhin zu Kant gesagt haben. Natürlich braucht man einen Art über die Ethik hinausreichenden Erlösungshorizont, würde ich es mal so sagen. Mhm. Das muss aber nicht unbedingt Jesus sein. Das könnte doch auch der Glaube an die Evolution, Darwin ist kein Religions, aber es könnte so etwas Ähnliches sein. Dass sich die Fragen jetzt nicht zu sehr splitten. Das eine nochmal, wir sollten nachtragen, dass die Täter in den Missbrauchsgeschichten in aller Regel stehen gebliebene Opfer ihrer eigenen repressiven Sexualentwicklung sind. Wer wird sich halten an ein 12-jähriges Mädchen oder einen 11-jährigen Jungen, außer jemand ist vielleicht in allen anderen Bereichen seiner Persönlichkeitsentwicklung aufgereift. Mhm. Eine Person, die in der Öffentlichkeit als integer dasteht, sogar hochleistungsfähig erscheint, aber in eben diesem unterdrückten Bereich immer noch
ein 12- oder 11-jähriges Kind geblieben ist und da nun weiter agiert. Ja. Das Schlimme ist, dass der Zölibat und das ganze Milieu, das Klima sozusagen geistig in der katholischen Kirche dahin führen mag, dass Leute, die mit sich in diesem Punkte schwer zurechtkommen, den Zölibat als Befreiung von sich selber betrachten. Ja. Ja. Und nun ist es wirklich arg. Die katholische Kirche fängt die 18-, 20-Jährigen, die sich schließlich melden, mit der Erklärung ab, dass sie besonders berufen sein könnten, sollten. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Wer jetzt noch der seiner Berufung entweichen würde, richtete sich ja gegen Gott selber. Die Kirche ist plötzlich identisch mit Gott, die Triebunterdrückung ein heiliges Ideal, Selbstfindung etwas, das unter dem Titel Egoismus verboten dasteht und den Kern der Sünde, man selber sein zu wollen, definiert wird. Es ist eine Schraube ohne Ende. Wenn Sie jetzt sagen, was brauchen wir denn im Gegenteil dazu? Wie findet man zu sich selber? Dann ist mir als erstes deutlich, dass das nur geht ihm gegenüber einer anderen Person, die gegen alle Ängste, Zweifel, Unsicherheiten einen Menschen lehrt, an sich selber zu glauben. Das genau. ist nun nicht spezifisch katholisch, das gilt für alles. Leute stehen vor einer Prüfung, ein Student, eine Studentin und drohen alles zu versemmeln aus lauter Angst. Wenn aber jemand sagt, es ist mir jetzt nicht wichtig, ob du sehr gut oder mit befriedigend abschließt, du bist ein wunderbarer Mensch, ich glaube an dich, kann jede Note dabei herumkommen. Plötzlich schließt es sich zusammen und man antwortet nicht mehr nur als ein Datenträger, sondern als Person aus innen. Das kann nur gehen im Gegenüber einer anderen Person. Warum soll jetzt diese zentrale Person der Mann aus Nazareth sein, Jesus sein? Weil im Hintergrund, wenn Sie Menschen begegnen, die gegen massivste Ängste so geschlossen auftreten, sie fast immer Sendboten des Mannes aus Nazareth haben. Albert Schweitzer nicht, war nicht für mich so ein Mann. Historischen Mannes aus Nazareth, sondern das Prinzip, würde ich sagen, das Prinzip des Mannes aus Nazareth. Ja, aber der Mann aus Nazareth hat ja keine Theorie hinterlassen. Er hat nicht platonische Dialoge verfasst. Ja. Er hat als Person gewirkt. Das ist das Entscheidende, dass die Angstberuhigung durch keine Doktrin, durch keine Ideologie, keine Institution, kein Ritual zustande kommt. Nur durch eine Person. Und die lässt sich nur weitergeben durch Personen, die gelernt haben, an der Seite Jesu, mit Jesus zu glauben. Darauf, dass der Hintergrund unserer Welt nicht verdient, in Angst und Schuldgefühlen sich zu verzerren. So war Albert Schweitzer, er war für mich wichtig. Mahatma Gandhi, absolut wichtig. Und all die sagten, sie sind in die Schule des Mannes aus Nazareth gegangen. Das ist nicht ersetzbar. Denn zum ersten Mal geht ein Mann hindurch, gegen den Widerstand der Theologen seiner Tage, gegen den Widerstand der Tradition, der Väterreligion, gegen die Gesetzesbestimmungen, die er selber als heilig glaubt und wagt es im Namen der Menschlichkeit, absolute Ausnahmen zu machen, die er von Gott her rechtfertigt. Nehmen wir den Ernstfall von Golgotha oder von Gethsemane. Da stirbt Jesus und man muss ihn sich verurteilt denken durch das Gotteswort selber. Als ein Lügenprophet, als ein Gotteslästerer, als jemand, der zwar Menschen geheilt hat, aber weil es sich gegen die Synagoge richtet, offenbar im Namen des Obersten, der Teufel. Die Theologen haben Recht und übergeben ihn den Römern zu ihrer Qualexekution. Dann steht da die Soldateska, sie tut nur ihre Pflicht. Alles Leute, die nichts verkehrt machen. Sie haben Gott auf ihrer Seite, den Staat auf ihrer Seite. Dann haben sie den Mob, Schaulustier, Voyeure, Sadisten, die sich erfreuen und delektieren an dem Schauspiel. Auch die stehen auf der richtigen Seite. Er hat es natürlich verdient und sie sind die Guten und die Ordentlichen. Jesus hat all diese Instanzen, die ihn schließlich zum Tode verurteilt haben, unterlaufen und widerlegt, durch seine Intensität Person zu sein. Ich sehe nicht, wie das möglich sein soll, außer Lukas hätte recht im 23. Kapitel. Als Jesus stirbt, legt er ihm das in den Mund. In deine Hände, Vater, lege ich mich selber. Was aus mir wird, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe es versucht, dich so zur Sprache zu bringen, dass deine Liebe glaubhaft wird, dass Vertrauen möglich wird, dass Menschen sich aufrichten, die nur gelähmt am Boden lagen. Ich habe es versucht. Was sie jetzt daraus machen, musst du wissen. Ja, ich würde gerne vom Zeitalter Jesus noch einen Sprung in die frühe Neuzeit machen. Da gibt es einen Mönch, kann man sagen, den Sie sehr mögen. Sie haben ein
Roman darüber geschrieben und ein Theaterstück, Giordano Bruno. Er hat von 1548 bis 1600 gelebt und wurde verbrannt, als Ketzer verbrannt. Was finden Sie an Giordano Bruno so wichtig? Ich sage nur zwei Stichworte. Er sagt, schon sehr modern, die Unendlichkeit des Weltraums muss man akzeptieren. Es gibt kein Jenseits und es gibt kein jüngstes Gericht. Was ist für Sie so wichtig an Giordano Bruno bis heute? Ich denke in vielem anders als Giordano Bruno, aber es sind diese zwei Punkte. Bruno hat von der modernen Astronomie im Grunde keine Kenntnis. Okay. Galilei ist 20 Jahre nach seinem Tode. Kepler war ihm unzugänglich, er saß längst im Gefängnis. Er postuliert die Unendlichkeit des Kosmos aufgrund seiner Gottesidee. Ein Theologe, der behauptet, dass man Gott zu klein denkt, wenn man seine Welt begrenzt, das gilt auch für die Religion. Dass man einen wirklichen Glauben an Gott missversteht, solange man ihn festmacht an die Einzelräume, die zu Kasernen und zu Gefängnissen werden. Wir sind die richtige Religion als Christen, als Juden, als Muslime, Hindus und so weiter. Das ist nicht Gott. Gott scheint durch alle Fenster, wie die Sonne. Und lediglich, wenn man die Begrenzungen aufhebt, hat man eine ungefähre Chance, die Seele so weit zu machen, wie Gott sie geschaffen hat, und ins Unendliche dabei zu lernen. Gilt dies, sind die Unterscheidungen gut und böse im absoluten Sinne genauso flüssig. Die Frage ist, was werden wir für Menschen? Mhm. Unterhalb auch der ethischen Zensur. Das ist ganz modern. Und dann kommt ja natürlich die Aufhebung des jüngsten Gerichts zur ewigen Trennung der Guten und der Bösen in Himmel und Hölle. Auch das ist ein Missverständnis, glaube ich, christlicher Theologen. Man zwingt Menschen, an den Teufel zu glauben. Das ist Gegenwart heute in der katholischen Kirche. Weil er ja nur ein Handlanger Gottes ist. Er ist ja gar kein Gegenspieler, sondern beim jüngsten Gericht sitzt ja jemand da, ich will es gar nicht sagen wie, aber der sagt, du gehst dahin, du gehst dahin und dann gehst du in die Hölle. Ne? Also ist ja das, der Oberste ist immer noch dieser eigenartige. Ja, sicher, aber warum Gott lässt denn Gott den Teufel so weit in seiner Schöpfung wüten? Das ist unerklärlich und ist Teil des persischen mythologischen Hintergrunds. Der müsste interpretiert werden. Dann könnte man sagen, natürlich gibt es Gut und Böse, aber die Frage ist, wie Menschen sich selber finden, um das Gute, das in ihrer Seele liegt, wirklich leben zu können. Das wollte Bruno. Denn jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Ja. Himmel, Hölle können wir zusammenfügen. Es gibt eine Reifung des Menschen auf Gott hin und damit auf sich selber hin, ins Unendliche. Und dann sagt Bruno, im Grunde ist die einzige Kraft, die uns dahin trägt, die Liebe. Sein zentraler Mythos ist nicht mehr Christus, wenn man so will, sondern der Mythos von Aktaion. Das muss ich ganz kurz noch erzählen. Bitte. Es gibt einen Jäger, eben Aktaion, der auf der Jagd die Göttin Diana sieht, die griechische Artemis. Sie ist jungfräulich, sie ist sehr scheu und sie vergibt niemanden, der sie im Bade sieht. Es ist aber psychologisch unschwer aufzulösen. Aktaion, als er diese wunderschöne Frau sieht, eine Göttin, verwandelt sich in ein Tier, in einen Hirschen. Ist das jetzt die Strafe der Göttin oder die Folge ihres Anblicks? Da muss man kein Psychoanalytiker sein. Ja. Das Schlimme aber ist, die Hunde, die Jagdhunde fallen über Aktaion her und zerreißen ihn. Die Strafe der Göttin. Daraus macht Giordano Bruno in seinen heroischen Leidenschaften dieses, dass wir überhaupt nichts wirklich erkennen, was wir nicht aus Sehnsucht nach der Liebe auch erkennen möchten. Und was wir durch die Liebe angeeifert immer besser erkennen und durch bessere Erkenntnis immer tiefer lieb gewinnen. Die Aktaion-Mythe setzt er so um, dass wir daran notwendig scheitern. Wir werden nie uns beruhigen können auf ein Ende. Jeder, der einen anderen Menschen in sein Herz schlägt, wird merken, dass das stimmt. Man nimmt sich bei der Hand und man geht ins Unendliche. Gewissermaßen gibt es keinen Tod mehr, sondern nur noch eine Reifung aufeinander hin, die sich ausdehnt zur ganzen Welt. Wenn das Giordano Bruno ist, ist auch das Scheitern nicht mehr schlimm. Es ist ja nur der Neubeginn einer tieferen Erkenntnis, eines weiteren Reifens, dass man diesen Mann dafür bei lebendigem Leibe verbrannt hat. Dass man nötig hatte, als Freimaurer auf dem Blumenmarkt in Rom sein Denkmal setzten. Also nicht dafür zu sorgen, dass man weltweit betet, eigentlich um ihn niemals kennenzulernen. Er stand hier auf der Liste der verbotenen Bücher. Dass man 400 Jahre nach dem Justizmord an Giordano Bruno im Vatikan nötig hat, es gäbe keinen
Grund, irgendwas daran zu bedauern, weil ja Bruno eben eigentlich im Sinn kein Christ war. Aber die, ist so empörend, nicht nur im menschlichen Sinn. Da ist ein Mann, der dem Christentum, der Kirche, der römischen, endlich Gott noch einmal zeigen könnte, wie man ihn in der Antike zumindest erahnt hat, in der Neuzeit dringend brauchen würde, in den Naturwissenschaften unbedingt benötigen würde, um aus der Kluft zwischen Aberglauben und Unglauben herauszukommen und eine echte Synthese zu finden. Und man erklärt, er war ja gar kein wirklicher Christ. Also diese Suffisance von Amt wegen kann nicht durchgehen. Und dann gibt es einen unglaublichen Satz. Am 8. Februar des Jahres 1600, der ist wirklich historisch überliefert, dem Kardinal entgegen, der verliest, dass man ihn töten wird. Maiori farsan cum timore, sententia meam accipiat, quam ego accipiam. Mit umso größerer Furcht wohl empfange ich, umgekehrt, mit umso größerer Furcht wohl, empfangt ihr meine Meinung als ich euer Urteil. Sehr modern. Das ist bewahrheitet. Ja, ja. Sie haben nur gehandelt aus Angst. Ja. Und dann sind wir eigentlich am Anfang, wie beruhigt man die Angst derer, die meinen Gott verkünden zu können und verformen ihn zu einem Dämon der Angst, indem sie selbst hinein sich projizieren und kasernieren. Wie öffnet man das Herz des Menschen zum Vertrauen? Was würden Sie uns raten? Wenn wir die Welt jetzt einfach mal profan sehen, also wir haben die Katastrophe in der Natur. Manche sagen, wir sind selber daran schuld, indem wir den Klimawandel befeuern, indem wir große CO2-Mengen in die Luft jagen. Wir sind schuld daran, weil wir zu viel Fleisch essen, dass die Regenwälder niedergehen. Wir sind schuld daran, dass wir irgendwie arme, verhungernde Menschen haben, weil wir dem Finanzkapital alle Schleusen geöffnet haben. Ja. Was würden Sie als, als Christ und aber als Psychotherapeut und vielleicht sogar als Superpolitiker dazu sagen? Es gibt keine geschlossene Generalantwort zu einer solchen Vielfalt von Problemen, aber sie alle hängen zusammen. Und gerade die Quälerei, die wir den Tieren zufügen, die Selbstverständlichkeit, mit der wir in der Massentierhaltung Milliarden Tiere zu Tode quälen, es kann im Tierschutzgesetz stehen, was will, das Verbrennen der tropischen Regenwälder, das weitergeht, 50 Millionen Menschen, die jedes Jahr verhungern. Und wir erklären, dass wir aus der Krise als Gewinner hervorgehen werden hier im Reichstag. Ich finde das alles ungeheuerlich. Das schreit danach, dass wir vielleicht an einem symptomatischen Zentrum einmal festgemacht einer Jüdin folgen sollten, Simone Weil. 1943, in den Tagen Hitlers, kommt sie darauf, sich zu fragen, was in diesem Manne vor sich geht, eine Jüdin. Und sagt, er ist wahrscheinlich auch ein Opfer der Tatsache, dass wir den Begriff der Größe völlig falsch definieren. Er hat gelesen die Monographie über Crassus, da war er 12 Jahre alt. Wenn Massenmörder, wenn geldgierige Säcke als groß dastehen, als Staatsmänner gefeiert werden, was soll denn aus Kindern werden? Was steht in unseren Geschichtsbüchern? Groß nennen wir eine Staatsmacht, die imstande ist, für 700 Milliarden Dollar Rüstung so absolut zur Weltherrschaft aufzubauen, dass sie mit ihren Drohnen gezielt töten kann an jeder Stelle der Welt. Wir halten das immer noch für groß. Nicht für ein Verbrechen, dass es überhaupt geschieht. Wir halten für groß die Leute, die die 10% der Oberen in der deutschen Gesellschaft bilden und 60% des gesamten Volksvermögens in den Händen haben. Die dürfen wir nicht besteuern, oh Gott. Sie sind imstande, ihre Senatoren zu sponsern und in den amerikanischen Senat und auch über die Lobbygruppen in den Bundestag zu schieben. Sie reproduzieren sich selber in den Entscheidungsträgern. Weil wir den Begriff der Größe völlig falsch definieren. Da sind wir im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums fast ein Vermächtnis Jesu an seine Jünger. Die diskutieren gerade, wer der Größte ist. Und Jesus winkt das ab und sagt, wer ein Kind aufnimmt, ist groß. Wer einem anderen Menschen etwas tut, das ihm wirklich zum Leben hilft, ist groß. Martin Luther meinte einmal, eine Frau, die die Wäsche ihres Kindes wäscht, dient Gott wahrscheinlich besser als all diese anderen.
die da stehen mit prachtvollen Gewändern, mit Ornat, mit, wir könnten heute sagen, mit Kamera und Medienrummel. Das ist niedrig, denn es geht dann nur um den erweiterten Narzissmus und seine Instrumente. Das wäre, wir lernten ein Stück Mitleid. Das ist mir wichtiger noch und auch eine große Verwandtschaft zu Sigmund Freud geworden. Statt verurteilen, verstehen. Statt niederreden mit wir wissen's, nachgehen, warum ein anderer die Welt so anders sieht. Wie setzt man Güte an die Stelle von Gewalt? Und wie glaubt man an einen Menschen, der nie an sich hat glauben können und dürfen? Mehr als er selber. Das sind Dinge, die ich mit Jesus verbinde, mit der Psychoanalyse handhaben möchte und die ich als gelebtes Christentum verstehe. Oder besser noch, als die Religionsform oder die Gottesverehrung, die Jesus in die Welt gebracht hat. Das ist keine spezielle Religion, sondern die Vermenschlichung des Menschen. Würden Sie sich dem weltweiten Protest der Jungen gegen das Finanzkapital, gegen die Umweltzerstörung anschließen? Ja, absolut. Ja. Ich habe genügend Marktplätze besucht, um dagegen anzugehen. Gegen die Rüstung jetzt, gegen die Rechtfertigung, dass Deutschland die gesamte Außenpolitik weiter militarisiert, dass wir an dritter Stelle der Waffenexporte stehen und Frau Merkel erklärt, dass man die Regeln sogar noch lockern muss. Ja. Unter der Hand, im Geheimen, am Volk vorbei wird das Ganze verramscht. Ja. Das ist alles derart brutal, dass wir Regime einsetzen, die uns beim Zugriff auf die Ressourcen willkommen zu sein scheinen. Ja. Am Ende haben wir nur die Geldvermehrung des Finanzkapitals. Ja. Um das mal so zu sagen, wir schätzen, dass die Realwirtschaft 60 Billionen Dollar umfasst, wo wirklich produziert, konsumiert wird, wo es wirtschaftlich also von, mit einigermaßen... Von der Reißzwecke bis zum Auto, sagen wir mal, genau, wo wirklich was rauskommt. Ne? Und dann auch die Autobahn, die Polizei, der ganze Apparat. Ja. Wo es mit rechten Dingen zugeht, weil in der Realität was stattfindet. Wir haben das Zehnfache, 600 Billionen, die heute verspekuliert und verzockt werden beim Börsen- und Bankkapital, weil die Leute mit dem Geld nicht wissen, wohin. Der Kapitalismus geht daran zugrunde, dass er so erfolgreich ist. Es wird endlos produziert, auch jetzt in Weihnachten. Ja. Aber man kann es nicht mehr abnehmen. Mehr als 2 Autos sind nicht nötig, 3 Kühlschränke braucht kein Mensch, mehr als 5 Handys auch niemand. Es ist Schluss. Ja. Und was jetzt mit dem Kapitalismus? Da das Geld nicht mehr in den Produktions- und Warenkreislauf reinzuschleusen ist, muss es sich verselbstständigen und alleine aufblasen, blasen wie ein Luftballon. Mhm. Und dann müssen wir, das Volk, die Steuerzahler, diese da oben retten. Wieso gibt es keine Transfersteuer? Warum gibt es keine Reichensteuer? Natürlich. Alles nicht, weil im Bundestag man diese schützt und eigentlich das Finanzkapital, die Politik in der Hand hat. Das wollten wir ja seit den 90ern. Jetzt hätte die ich Frankfurter keine... Allgemeine schrieb, wir müssen die Marktkräfte entfesseln. Das war das Programm. Das war es ja. Das, 5 Jahre später war es wieder umgekehrt. Jetzt müssen wir wieder... Was würde Jesus dazu sagen, hätte ich jetzt beinahe gefragt. Aber wir kommen schon fast zum Ende der Sendung. Meine Schlussfrage ist, leben wir nicht doch, wenn man mal historisch die letzten, ab vom Neolithikum, die letzten 10.000 Jahre mal vorübergeht, da leben wir nicht doch in der beste aller Welten. Steven Pinker, der Soziobiologe, glaube ich, ist er, hat ja gesagt, dass die Gewalt geringer geworden ist. Wir leben weniger Gewalt als noch vor 300 oder 400 Jahren im Mittelalter. Was sagen Sie zum Leibnizschen, beste Welten? Ich habe vor kurzem mir noch mal angetan, Homer, die beiden großen Epen zu lesen und bin und war erschrocken wie in Schulkindertagen über die selbstverständliche Brutalität, mit der Gewalt als groß bezeichnet wird. Wenn man Menschen tötet, das macht den Helden aus dem Mann.